eigentlich in letzter Zeit so gemacht habe. Und ich wollte vorab schon mal sagen, dass ich diesmal mit meinem Handy aufnehme, weil meine Schwester hat noch mal eine Kamera, die hat sich ausgeliehen. Und falls die Bildqualität und der Ton vielleicht nicht so gut sein sollten, entschuldigt mich bitte, aber beim nächsten Mal benutze ich wieder meine andere Kamera. Und wenn die Hunde im Hintergrund nur so bellen sollten, tut mir auch sehr leid, aber kann ich nun mal nicht ändern. Aber ist, denke ich mal, auch nicht so schlimm. Fangen wir auch einfach mal an. Als erstes habe ich diesen Macaron-Turm mit so einem kleinen Eiffelturm-Charm und einer kleinen Glocke. Finde ich ganz süß. Kann man sich an die Federtasche oder so machen. Und ja, davon habe ich noch einen gemacht als Schlüsselanhänger. Da habe ich halt so einen größeren Verschluss genommen. Das sind die beiden. Dann habe ich noch so einen kleinen Cookie-Anhänger gemacht mit so einem kleinen Milchbottle-Charm. Und dann habe ich mich mal an so Tassen versucht. Und zwar so Teetassen. Da ist halt so ein kleiner Teebeutel auch noch dran. Aber hier habe ich einfach nur Pastellkreide benutzt und ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie ein bisschen besser hinkriege, dass das ein bisschen dunkler ist. Und ja, da ist mein kleiner Teebeutel. Der ist halt echt richtig mini. Den will ich wahrscheinlich auch nochmal größer machen, dann, damit der besser auffällt. Und ja, aber sonst gefällt mir das ganz süß. Und dann habe ich noch eine gemacht. Die ist in Pink. Das ist immer so schwierig, die zu zeigen, wenn die so klein sind. Na, fokussier Handy. Und da habe ich auch wieder Tee. Ja, so eine Art Tee gemacht. Und der kleine Teebeutel hängt hier auch. Ich glaube, den muss ich echt mal größer machen. Ist halt ziemlich klein ist. Und ich mache momentan auch immer irgendwie Herzen auf meine, also so kleine Herzchen hinten auf meine Sachen drauf. Und das ist ganz süß. Und ich wurde von meinen Freundinnen schon ganz oft gefragt, also wie ich nicht so viele Fusseln in mein Fimo reinkriege. Und wie ihr seht, hier sind zwar etwas mehr Fusseln drin, aber ich wollte dazu jetzt kein neues Video machen, weil ganz viele haben schon ein Video dazu gemacht, zum Beispiel Becky Lemon oder Sammy Film, glaube auch. Ich kann euch da mal Videos in der Infobox verlinken, weil ja, ich nehme mir einfach immer ein Stück weißes Fimo. Und wenn ich meine Hände davor mit Feuchttüchern oder mit Wasser gereinigt habe, benutze ich halt das Stück weißes Fimo und rolle das durch meine Hände. Dann geht schon wirklich sehr viele Fusseln ab. Müsst ihr mal ausprobieren. Und ja, so kriege ich die weg. Und dann halt immer nach dem Farbenwechsel oder so mache ich meine Hände halt wieder sauber und rolle mit weißem Fimo durch meine Hände. Ja, das wollte ich nochmal dazu sagen. Und dann machen wir mal weiter. Ich habe hier noch so eine kleine Kiste mit Charms. Alle davon werde ich euch jetzt nicht zeigen. Nur die so weihnachtlichen Sachen, die jetzt aktuell sind. Wenn ihr vielleicht noch die anderen Sachen sehen wollt, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Dann würde ich dazu auch noch mal ein Video machen. Und ja. Als erstes habe ich hier so zwei kleine Zuckerstangen gemacht. Diesmal nicht in Rot, so wie sonst immer, sondern in Pickrosa. Finde ich auch ganz süß. Und dann habe ich mich noch an so einer Kakaotasse versucht. Das war wieder die erste. Habe ich eine ganz normale gemacht. Als Anhänger. Finde die voll süß eigentlich. Kann man sehen. Und dann habe ich noch eine Tasse mit Marshmallows gemacht. Schokolade und Marshmallows. So. Und finde ich ganz süß. Hier habe ich auch wieder ein Herz gemacht. Mir gefallen die eigentlich ganz gut. Ich muss mal gucken, dass ich davon noch ein paar mehr mache und die dann noch zu Anhängern verarbeite.
Dann habe ich noch mal an was ausprobiert, weil ich mir ja in letzter Zeit neue Sachen bestellt hatte. Und zwar so einen kleinen Löffel, da habe ich einfach Sahne drauf gesetzt, also Fimo Liquid mit Weiß. Dann noch so Schokosoße und ein Herzkern. Finde ich ganz süß, vielleicht irgendwo zum Dranhängen. Genauso wie diese Tasse hier. Da will ich noch mal gucken, ob mir da vielleicht noch irgendwie was anderes einfällt. Oder falls ihr den habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Da habe ich halt so zwei Zuckerstangen und hier noch mit einer heißen Schokolade und Zuckerstangenstückchen irgendwie. Ja. Dann habe ich noch eine Macaron-Kette gemacht. Da ist halt ein Macaron dran und ein Eiffelturm. Ich finde, die sieht ganz schön aus, wenn man sie trägt. Ich habe die an so einem Band gemacht. Das kann man auch, das ist größenverstellbar so. Und finde ich ganz süß. Ach, und ich kann euch noch mal zeigen von meinem kleinen Geist-Tutorial, was ich gemacht habe. Das habe ich zu so einem Handyband gemacht mit einer Schleife. Und ja, Handybänder mache ich total gerne. Man kann die ja überall dranhängen. Ich hänge da zum Beispiel Sachen an meine Federtasche ganz gerne dran oder Kosmetiktäschchen, irgendwie sowas. Ja. Und dann habe ich noch etwas mal für meine Schwester ausprobiert. Und zwar diesen Pferdekopf. Das soll das Pferd von meiner Schwester sein. Allerdings gefällt mir diese Einkerbung hier noch nicht. Entweder irgendwie zu weit oben, irgendwie muss ich daran nochmal arbeiten oder nicht so tief machen oder irgendwie mit Pastellkreide nur andeuten. Und ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Muss ich halt nochmal mich dran versuchen. Und ja. So, was habe ich dann noch? Dann habe ich noch so ein Croissant hier gemacht. Das ist ein Ohrring. Ohrring muss ich auch unbedingt mal wieder öfters machen. Und dazu fehlt mir halt noch eine Schleife, damit ich das zweite Paar machen kann. Ich wollte das irgendwie an so einer Gabel mit dranhängen. Fand die Idee ganz cool. Und das muss ich noch fertig machen. Aber ich wollte es euch trotzdem schon mal zeigen. Und jetzt kommen wir zu meinen Weihnachtssachen, also zu den richtigen Weihnachtssachen. Ich habe ganz viele Lebkuchen gemacht in letzter Zeit. Und mir gefallen die richtig gut. Und vielleicht, wenn ihr mal auf meiner Facebook-Seite wart in letzter Zeit, habt ihr auch schon ganz viele Bilder davon gesehen. Und ja. Übrigens bin ich auf meiner Facebook-Seite momentan sehr aktiv, falls ihr da vorbeischauen wollt. Ich packe euch den Link mal in die Infobox. Dann habe ich noch ein D-Landing gemacht. Wieder an dem Handyband. Kann ja mal hier hinlegen. Dann habe ich noch welche in den Mund gemacht. Das hier war auch der allererste, den ich gemacht habe. Und ich finde die voll süß. Dann habe ich noch einen mitgemacht. Gefällt mir auch sehr gut. Und hinten habe ich halt auch immer so versucht, die mit Pastellkreide anzumalen, weil ich das ganz schön finde, wenn die von beiden Seiten bearbeitet sind oder verarbeitet sind, wie auch immer. Und dann habe ich noch einen mit so einem Stirnband gemacht. Finde ich richtig süß und ich will davon noch mal ein paar andere machen, vielleicht in anderen Farben. Oder schreibt mir allgemein gerne mal Farbkombinationen, was ihr gerne hättet, in die Kommentare, dann kann ich das nämlich auch mal machen, weil ich mache die ziemlich gerne. So. Dann habe ich noch einen pinken gemacht oder rosanen mit einer Zuckerstange. Der ist mir jetzt nicht so gut gelungen, der ist ein bisschen pummeliger, aber süß finde ich ihn trotzdem ganz und habe ihn trotzdem verarbeitet. Ja. Hier habe ich die Mütze auch so zweifarbig gemacht. Da finde ich, ist die Mütze mir irgendwie voll gut gelungen. Ja, weiß auch nicht warum, aber gefällt mir auch trotzdem. Habe ich noch ein rosanen gemacht. Diesmal mit einem gestreiften Schaltuch. Und ich habe halt auch immer versucht, in den Mützchen kleine Sternchen reinzumachen. Oder Schneeflocken eher gesagt. Ich fand das ganz süß. Und
dann kann ich euch ja auch mal zeigen, die nicht so gelungenen. Aber davor habe ich noch einen, den ich auch richtig cool finde. Das ist mit einer Effektfarbe. Die gefällt mir auch sehr gut. Ja. Und hier zeige ich euch jetzt mal die nicht so gut geworden sind. Also der hier, den finde ich irgendwie ganz schrecklich. Die Mütze und so, die Farben. Die sind überhaupt nicht gut geworden. Ja, gefällt mir jetzt nicht so, aber wegschmeißen will ich die jetzt auch nicht oder so. Dann habe ich noch so einen hier gemacht. Ja. Habe ich, wie ich gerade sehe, auch dieses Band vergessen. Aber egal. Und den hier, der hat etwas große Augen, aber hat halt ein paar große Glubschreis. Ist ja auch nicht so schlimm. Und ja. Jetzt ist mir was runtergefallen. Egal. Ich glaube, das war's auch schon. Die anderen Sachen... Nee, hier. Stopp. Oh. Fast fertig vergessen. Hier, den kleinen Schlüsselanhänger. Ist auch ein kleines Klebkuchenmännchen. Dann wieder in so einem Schlüsselbund mit einem Stern. Und der ist halt so angebissen. Und mit einer kleinen Schokofüllung. Und ja, gefällt mir auch ganz gut. Hinten wieder so schattiert. Und ja, das war es jetzt auch wirklich. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und falls ihr diese anderen Sachen sehen wollt, die hier jetzt noch so drin sind, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann würde ich noch ein Video dazu machen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!